So, dann können wir mal über das Thema Lautsprecher reden. Das sind ja alles Themen. Also, ich werde ja mal euer Feedback abwarten und wie viele Views ich kriege und dementsprechend ist dann auch meine Motivation, noch mehr oder weniger halt entsprechend über die Themen zu lamentieren. Wie gesagt, das hängt ein bisschen von eurem Feedback ab. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mal mit euch einen Verstärker zu reparieren oder mal einen selber zu bauen, Lautsprecher zu bauen. Da können wir alles mal schauen. So, das hier sind jetzt tatsächlich selbstgebaute Lautsprecher nach dem Rundstrahlerprinzip. Wir haben hier ein Abflussrohr und haben dann entsprechend, ja, also erstmal einen Rundstrahler. Damit ist das ganze Ding angefangen. Das heißt, hier sitzt der Lautsprecher und strahlt hier auf diesen Kegel halt entsprechend gleichmäßig rund ab. Und ja, der Vorteil ist natürlich, ich habe eine gute Ortbarkeit, ich habe einen unproblematischen Aufstellort. Ich kann die jetzt hier wie bei mir am PC nebenan stellen, ohne dass ich irgendwelche Richtungen haben muss. War mir aber ein bisschen zu wenig Hochton, also wurde noch ein Hochtöner aufgeschraubt, der dann aber eine entsprechend stärkere Richtcharakteristik hat. Der lässt sich hier auch entsprechend drehen und den kann ich dann nochmal ganz genau auf meinen Ort ausrichten und habe auf der Rückseite einen Poti, eine Einstellmöglichkeit, um halt entsprechend die Höhe nochmal anzugeben, also beziehungsweise die Lautstärke von dem Hochtöner. Naja, und weil das nicht gereicht hat, habe ich dann noch entsprechend einen Subwoofer nachgerüstet, beziehungsweise ich zeige euch den mal. So, hier sitzt der Subwoofer nochmal drinne. Hier unten die frequenzweichen Bauteile, ein Kondensator. 47 μ, eine Spule, das ist allerdings keine Luftspule, sondern eine Ferritkernspule und halt nochmal ein Widerstand, entsprechend um halt nochmal ein bisschen eine Anpassung vorzunehmen. So, dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier den Subwoofer, man kann. Staub da drin ist, ne? Man kann halt gerne mal solche Sicken auch mal berühren, beziehungsweise solche Chassis hier und mal ein bisschen eindrücken. Die dürfen also alles mit Vorsicht, die dürfen halt keinerlei Kratzgeräusche machen. Wenn das schon Kratzen, Scheppern ist oder sehr schwer sich drücken lassen, dann ist meistens die Maus schon aus. So, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal meine anderen Lautsprecher an, weil da kann man es vielleicht ein bisschen besser noch erklären und zeigen. Es gibt mehrere Wegesysteme. Wege heißt eigentlich nur, wie viele Chassis habe ich drin, also wie viele Lautsprecher habe ich drin, die halt einen unterschiedlichen Aufgabenbereich erfüllen. Ja, so, in dem Fall wäre das jetzt tatsächlich ein Zwei-Wegesystem. Das heißt, ich habe hier oben einen Hochtöner, der die Frequenzen, naja, vielleicht 400 Hertz aufwärts übernimmt. Und hier haben wir einen Tieftöner, der die entsprechenden Frequenzen darunter übernimmt. Von vielleicht 5 Hertz, 10 Hertz aufwärts. Diese beiden überschneiden sich an einem gewissen Punkt. Und das ist natürlich die ganz große Kunst, das hinzukriegen, wann die sich überschneiden, wie die sich überschneiden, ob es Erhöhungen gibt oder nicht und. Gibt auch Probleme dann in der Phasenlage und so weiter. Das sind alles Probleme und Anforderungen, die so ein Lautsprecherbauer erfüllen muss. Dann die Frage, also der Hochtöner ist in der Regel immer daran auch zu erkennen, dass er relativ klein gebaut ist, meistens nur ein paar Millimeter, Zentimeter Durchmesser hat. Der Tieftöner, der darf ruhig was größer sein. Ja, also in der Regel so 15 cm, 20 cm aufwärts. Es gibt auch größere, es gibt 30, 40 cm Tieftöner. Umso tiefer geht der Bass, aber auch umso träger sind die. Und das ist auch nicht unbedingt gut. Also ein 18 Zöller hat halt auch gewisse Nachteile in der Dynamik, beziehungsweise ja auch in dem Hochpegelbereich dann entsprechend. Und man möchte natürlich, um Lautstärke zu erzeugen, immer etwas höher abstimmen. So. Auch hier kann man mal so ein bisschen drücken gleichmäßig und gucken, kratzt nichts. Hier ist eine Besonderheit, es ist ein sogenanntes Bassreflexsystem. Das heißt, hier mit zwei Bassreflexrohre und die erzeugen entsprechend nochmal einen besseren Bass. Die sind auf eine gewisse Frequenz abgestimmt.
Ja, und haben halt eine Basserhöhung zur Folge. Dadurch kann ich halt mit gleichem Tieftönervolumen einen besseren Bass rausholen. Führt aber auch zu Strömungsgeräuschen, je nachdem, und hat auch wieder die ein oder anderen Nachteile. Aber grundsätzlich hat sich das Bassreflexsystem durchaus bewährt und ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. So, jetzt habe ich euch ja erklärt, Hochtöner macht die hohen Töne, Mitteltöner würde die mittlere machen, der Tieftöner die tiefen, die überschneiden sich irgendwo, Bassreflexsystem und dann ist es gut. So, da haben wir jetzt aber das erste Problem. Wenn die Lautsprecher ein bisschen kleiner sind, kriege ich das Bassvolumen nicht ganz rausgekitzelt. Und jetzt kommt ein sogenannter Subwoofer zum Einsatz. Viel auch in Autos eingesetzt, weil ich auch da in den Türen in der Regel oder im Cockpit nicht viel Platz habe, für einen Subwoofer oder für einen Bass einzusetzen, für tiefe Frequenzen hinzukriegen, den entsprechenden Pegel. Also ein Subwoofer. Subwoofer ist halt nochmal ein eigener Lautsprecher, der nur den Tieftonbereich abdenkt. Das heißt, bei dem hier würden wir jetzt, sag ich mal, von 5 Hertz bis 50 Hertz ungefähr, so ist der, glaube ich, eingestellt, nochmal einen Tieftonbereich abdecken. Und ich lege den jetzt mal auf die Seite und dann zeige ich euch einmal, wie der aufgebaut ist. Das ist nämlich ein Downfire-System. Das heißt, der Lautsprecher feuert nach unten mit Bassreflex nach vorne. Und dann seht ihr auch mal, wie so ein Ding arbeitet, weil im Hochtonbereich sieht man die Bewegung nicht, aber im Tieftonbereich schon. So hat man jetzt mal den ein bisschen in Action gesehen. Ich denke, mit der Kamera hier macht das sowieso wenig Sinn, aber man sieht halt schon, wie das Ding arbeitet und was der hier entsprechend auch für einen Hub ausmacht. Deswegen haben wir hier eine relativ dicke Sicke, ein Langhubtreiber ist das, mit einer weicheren Sicke, die eine entsprechende Bewegung ermöglicht, weil das Ding ja trotzdem nicht riesig ist. Ja? Also das ist ja gerade mal Handflächen groß, entsprechend holen wir aber da trotzdem schon guten Bass raus. So, und der hat halt eine gewisse Dröhnneigung. Das heißt also, aus dem definierten Bass wird eigentlich nur noch ein Dröhngeräusch, ein Tieffrequenzgemisch. Und das hat halt immer, das ist immer eine Folge von Downfire beziehungsweise halt von Bassreflexsystemen, die dann halt so entsprechend ausgelegt sind. Hoch. So, und das wäre jetzt mal zum Thema Subwoofer, das ist jetzt ein aktiver, sprich ein Verstärker ist da schon mit drinne. Wie ich ja erwähnt hatte, das hier hat keinen Verstärkerausgang mehr für den Subwoofer, das macht der Subwoofer dann für sich selber. Ist also einstellbar im Pegel, in der Übernahmefrequenz und in der Phase. Wo kann man hier zum Beispiel drauf achten? Ja, sieht man das? Der steht hier nicht richtig. Das ist ein ganz, ganz großes No-Go eigentlich für einen guten Sound, weil das Ding natürlich bei Bewegung anfängt zu rappeln, zu klappern, zu scheppern. Das heißt, der müsste als erstes mal gut gelagert werden. Und um es gut zu lagern, wäre am besten ein sehr schwerer Untergrund, zum Beispiel eine Marmorplatte oder ähnliches sehr gut geeignet. Eine Steinplatte, Beton, Marmor, wo man die draufstellt und dann entsprechend gerade ausrichtet bzw. satt stehen lässt. Dass ein guter Stand sehr wichtig ist, das würde ich euch hier noch mal kurz demonstrieren, weil das hier, was ihr da seht, das sind Betonklötze, die ich gegossen habe. Die sind ungefähr 80 Kilo schwer mit einer Teppichunterlage und die verhindern halt einfach, dass der Boden mitschwingt. Ich hatte im alten Boden noch Laminat. Das heißt, wenn die da auf dem Boden standen oder auf einem entsprechenden Ständer, hat sich das Ganze aufgeschwungen. Und das sollte hier halt mit vermieden werden. Das heißt, mit 80 Kilo Unterlage, da schwingt so schnell nichts mehr. Kann natürlich auch entsprechend sandgefüllte Geschichten nehmen. Wichtig ist halt irgendeine Entkopplung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal so der erste kleine Einblick in die Welt der Audiotechnik. Thema Verstärker, Thema Lautsprecher, Subwoofer, wie funktioniert das? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und schreibt mir gerne in die Kommentare oder halt, wie ihr es auch oft macht, dann auf persönlichem Wege, wenn sich das anbietet. Und ja, als nächste Themen, was ich mir wie gesagt vorstellen könnte, wenn das Interesse da ist, wäre sicherlich mal so ein bisschen in die Theorie vielleicht noch zu gehen, klar, aber auch in die Praxis, Verkabelung, Lautsprecher warten, reparieren, Verstärker sich mal anschauen, Lötstellen mal kontrollieren, vielleicht auch mal einen defekten Verstärker reparieren, wie geht man systematisch an die Fehlersuche ran und natürlich ganz wichtig, die Komplettsysteme, wie kann ich das checken, wie kann ich das ausprobieren und ja, würde mich freuen, wenn ihr da Interesse zeigt und wenn ich euch noch ein paar Tricks und Tipps geben könnte. Bis dann, ciao! Thank you.